Hessener Oberbürgermeister hier auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein. Der Himmel über Zollverein ist blau, der bleibt auch blau. Wir haben wunderbares Feierwetter. Feiern mit Herz heißt das Motto. Und es ist ein Motto, was wirklich auch ins Herz trifft. Großes Kompliment, auch das große Herz, das Lebkuchenherz, was ich gesehen habe, trifft es, glaube ich, alles sehr, sehr gut. Ich bitte Sie einmal für einen ganz kräftigen Applaus mit mir einzustimmen, für die, die das organisiert haben. Werbering, Werbegemeinschaft, Werbeblock. Die machen das ehrenamtlich, damit wir ein schönes Wochenende haben. Vielen Dank euch, ganz, ganz großartig. Das 33. Mal dieses ganz bedeutenden Festes. Heute ist der 28. September. Der Tag ist übrigens in den Vereinigten Staaten von Amerika Tag der guten Nachbarschaft. Auch das, finde ich, passt die Faust aufs Auge hier bei euch. Wir wollen friedlich in einer guten Nachbarschaft zusammenleben. Aus aktuellem Ansatz möchte ich noch etwas anderes sagen. Hier vorne sind die Freunde von der Polizei. Ein Applaus für unsere Polizei. Ihr seid super, ihr passt auf uns auf. Herzlichen Dank. Unsere Stadt ist bunt, ist vielfältig. Jeder kann kommen, der muss sich nur an die Regeln halten. Und ich sage das ganz klar, in keinem Land der Welt gibt es eine Regel, wo man Polizei angreift, Krankenhauspersonal, Feuerwehrleute, Sanitäter. Das ist asoziales Verhalten, das wollen wir nicht. Wir wollen respektvoll miteinander feiern. Wir machen das vor an diesem Wochenende, egal wo man herkommt, welche Kultur, welche Religion. Wir stehen zusammen, wir alle sind Essen. Feiert schön, Glück auf, 33. Zechenfest ist eröffnet.